Mein Name ist Dominik Quadrer und ich arbeite seit 2 Jahren als ausgelernter Automechatroniker bei der Garage Helm & Quadrer AG in Jahn. Ich habe 2011 bis 2015 den Automobilmechatroniker gelernt, im BZP in Bux. Und das habe ich vor 2 Jahren abgeschlossen und jetzt bin ich in der Weiterbildung. Dort habe ich 2 gute Gründe. Ich bin erstens in einer Garage aufgewachsen. Zweitens bin ich so die Art von Mensch, der halb ausflippt, wenn ich ein cooles Auto sage. Also etwas vom Schönsten, was mir passieren könnte, ist, wenn ein Ferrari oder ein Lamborghini vorbeifährt. Und also typisches Fernsehprogramm Top Gear, und dort habe ich auch relativ schnell gewusst, da ist meine Passion und da ist meine Zukunft. Allen Petrolheads, also allen, die Benzin im Blut haben, allen, die etwas lernen wollen, wo sie sich ständig weiterbilden können und auch etwas haben, wo sie stolz darauf sein können, dass sie das erlernt haben. Ganz klar Interesse an Autos, also dass man sich dafür interessiert, wie eine neue Technik aufkommt, dass man so ein bisschen Benzin im Blut hat und dass man vielleicht ein bisschen Begabung für Physik und Rechnen hat, weil es doch wichtige Bausteine sind in der Ausbildung und Weiterbildung. Es ist eine sehr interessante Zeit, automäßig, oder für mich persönlich, und natürlich in einem jungen Alter, viel ändert sich. Aber es ist eine sehr positive Zeit, muss ich sagen, wo man viel gelernt hat, viel gewachsen ist und auch viel fürs Leben gelernt hat, was ihn begleitet. Heute ist es mittlerweile so, ich habe eine Weiterbildung angefangen als technischer Kaufmann, auch im BZP in Bux. Ich bin jetzt mehr Kundenberatung zuständig im Verkauf und in Reparatur. Dass es immer weitergeht. Also das Auto verändert sich laufend, es kann alle neue Technologien, all raffinierteres, all schnelleres. Und es ist relativ cool, weil es gibt zum Beispiel Bosch, es gibt viele Hersteller, wo die auf Kurs schicken kann, wo du viel Neues dazu lernst, wo auf dem aufbaut, wo du ursprünglich mal gelernt hast, erklärt. Meine nächsten Zukunftspläne sind der Abschluss von meiner Weiterbildung, die ich jetzt mache. Im Sommer bin ich da fertig. Und dann werde ich schauen, was es Näheres gibt. Vielleicht etwas auf dem Autoberuf, richtig klassische Fahrzeuge, vielleicht aber etwas richtig firmenfähig. Also ich bin da ziemlich offen. Was auch cool ist, weil viele Weiterbildungen verlangen heute von dir, dass du technisch schon was gelernt hast. Also gerade auch technischer Kaufmann ist die Voraussetzung, du musst einen technischen Beruf haben. Und gerade als Automobilmechatroniker bist du später nicht eingeschränkt, dass du kannst alles machen, studieren, Weiterbildung, sind dir keine Limits gesetzt.